want to know his secret. Mahlzeit, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Talk-Video mit einer fetten Ansage an Bungie, denn ich habe so einen Hals, auch wenn mein Hals gar nicht so dick aussieht, aber heute wollen wir mal ein bisschen was besprechen. Vorneweg kurz mal, ich komme einfach nicht dazu, Videos zu machen. Wundert euch nicht, dass letzter Zeit wirklich sehr, sehr wenig los, weil ich bin gerade mit der Renovierung meiner neuen Wohnung beschäftigt und ich habe eigentlich nur noch Farben und welche baulichen Sachen im Kopf und ich komme einfach nicht dazu, weder zu zocken noch zu Videoschneiden oder sonst was. Aber es wird mehr. Es wird mehr, meine Freunde. Ich werde da wieder reinkommen. Ich werde wieder Videos für euch produzieren. Ideentechnisch habe ich so eine Riesenmenge an Auswahl gerade vorhanden. Und da wird auf jeden Fall was kommen. Aber jetzt kommen wir zum Talk, nämlich das PvP-Update. Ich werde mich jetzt auch zu Wort melden, ich werde jetzt auch meine Meinung hier auf dem Tisch präsentieren, denn ich finde es nämlich scheiße, dass Leute das gleiche gemacht haben, ja. Patch Notes sind rausgekommen, das ist ja alles scheiße und das passt mir nicht und das passt mir nicht. Erstmal zocken, erstmal gucken, wie spielt sich das, wie ist das überhaupt, erstmal selbst ausprobieren, bevor man dann urteilt. Davon bin ich gar kein Fan, vorher schon irgendwelche Sachen zu urteilen, bevor man das gezockt hat. Ich habe es jetzt gezockt, Osiris hat man jetzt auch ausprobiert, das normale PvP hat man auch ausprobiert und jetzt kann man, denke ich mal, etwas dazu sagen. Auf jeden Fall, wir wollen nicht gleich schlecht anfangen und über Bungie herziehen, wir wollen erstmal etwas sagen, was Bungie eigentlich ganz gut gemacht hat. Das Ziel von Bungie war es ja doch eigentlich, ein Balance zu erschaffen, wo jede Waffe irgendwie gut ist. Ja, also nicht gut ist, sondern, sage ich mal, gleich ist, gleichwertig ist. Es gibt nicht mehr diese überpowerte Waffe, die jeder benutzt, sondern es ist alles so auf gleichem Niveau. Das war eigentlich das Ziel von Bungie. Ja, das haben sie eigentlich vom Gedanken her ganz gut hinbekommen. Leider haben sie nicht um die Ecke gedacht, sondern nur am Anfang halt gedacht, aber dazu kommen wir gleich. Und zwar von Primärwaffen an sich ist ja jetzt eigentlich ausgeglichen. Der schlaue Drache wurde jetzt ein bisschen runtergepatcht. Dadurch ist er zwar immer noch stark, immer noch zu gebrauchen, also nicht komplett tot gepatcht. Aber ich sag mal so, er ist nicht mehr so, boah, ja geil, den muss ich nehmen, damit ich ein Gunfight gewinne. Handfeuerwaffen wirklich top, dass sie die Ghost Bullets wieder rausgenommen haben. Der Reichweiten-Malo, okay, der ist halt drin, aber ich denke mal, sonst wäre das ziemlich stark mit den Handfeuerwaffen, denn die sind jetzt auch schon ziemlich gut, dadurch, dass die jetzt auch endlich mal treffen, wenn sie treffen sollen. Das sollte eigentlich auch von Anfang an so sein. Und Automatikgewehre sind auch wieder brauchbar. Also Primärwaffen an sich sind schon mal ganz gut im Balance drin. Aber dann kommt ja das dazu, dass Bungie ja denkt, wir müssen ja natürlich die Primärwaffen in den Vordergrund stellen. Das ist ja auch richtig, Primärwaffen sollten ja auch in den Vordergrund gestellt werden. Aber die Sache ist, wie? Verdammt, wie? Anstatt Primärwaffen besser zu machen, was macht man? Man nimmt die Alternative weg. Die Spezialmunition, weg, weg, einfach weg. Okay, es wäre noch okay, wenn sie einfach weg wäre. Das kann man kann sich dran gewöhnen. Und dann kommt jetzt die Höhe, Pistolen sind davon aber nicht betroffen. Was soll das? Da hole ich gleich mein Bademantel raus, da hole ich... So, jo Leute, Doppelpiece... Nee, da hau ich gleich richtig auf den Tisch raus hier, Mann. Das kann einfach nicht sein. Die denken nicht um die Ecke, dass sie davor die Meta mit Shotgun und schlauer Drache weghaben wollen. Das haben sie geschafft. Und was haben wir jetzt? Eine Lowland-Pistole-Meta. Schauen wir uns doch mal die Verteilung der Kills an. Eine Woche vorher, 9% schlauer Drache. Okay, knapp 30% Shotgun. Was haben wir jetzt? 15%, ja, sagen wir mal, mit Pistolen, wenn man alle Sorten von Pistolen reinnimmt, bestimmt 25% Pistolen und 12% No Land Beyond. Wow, das ist ja eine richtig geile Balanced. Das ist richtig hammermäßig. Ich zieh mal die Scheiße hier erstmal aus. Das. Und dann frage ich mich, naja, sie haben ja eigentlich daran gedacht, dass sie ja bei den Primärslots zwei Sachen haben, die sie eigentlich weghaben wollen, so halb weghaben wollen. Und zwar eine Sniper und eine Shotgun, die in der Primärliste drin sind. Universalgerät und kein Land außerhalb. Universalgerät haben sie genervt,
vollkommen okay, damit dann nicht jeder anfängt mit Universalgerät rumzurennen, weil keine Matador mehr da ist, also beziehungsweise die Munition dazu. Und was ist mit kein Land außerhalb? Das Ding mit einer Pistole in Kombination ist 1A, das ist top, das ist die beste Kombination, die man sich machen kann. Und was machen sie? Sie pushen Pistolen indirekt, indem sie alles andere wegmachen. Und sie lassen kein Land außerhalb, so wie es war, auch wenn ich die auch davor schon viel zu überpowered fand. Das für mich, ich persönlich würde eher Nolan Bayon patchen als schlauen Drachen. Weil die Waffe ging mir noch viel mehr auf den Sack. Wie die trifft, ist nicht normal. Ich weiß, viele von euch spielen Nolan Bayon, soll auch vollkommen okay sein, aber ihr müsst ehrlich zu euch selber sein, das Teil trifft, wenn es eigentlich nicht treffen sollte. Und das finde ich eine Frechheit. Und das wird jetzt richtig nach oben hochgepusht. Diese Kombination. Also hat Bungie jetzt eigentlich alles nach ihrem Wissen und Gewissen alles richtig gemacht. Sie haben es nämlich auf Umwegen die Primärwaffen in den Vordergrund geschoben und trotzdem ihr geheimes Ziel, das Spiel langsamer zu machen, ebenfalls geschafft. Denn dadurch, dass wir keine Shotguns mehr haben, keine Sniper mehr haben, ist das Spiel verdammt nochmal langsam geworden. Wenn ihr einen Gegner halb tot habt und er aber noch um die Ecke gekommen ist, dann könnt ihr den nicht einfach pushen. Warum? Weil ihr nichts zum Pushen habt. Ihr habt nur Waffen, die langsam töten. Ihr habt nicht eine One-Shot-Waffe, die so eine Pumpe, bam, um die Ecke gesprungen, wunderbar. Ihr habt eine Pistole, ja, und das ist dann was anderes. Damit kann man nicht pushen. Das Spiel ist einfach langsam geworden. Und das ist halt immer das Ziel von Bungie, das Spiel möglichst langsam zu machen. Deswegen haben sie die Doppelrolle gepatcht. Deswegen haben sie den Doppelboost von der Garnison gepatcht. Das ist einfach alles Mist, Leute. Ich lasse hier gerade so richtig meinen Zorn raus, ja? Ich hoffe, ihr versteht das. Eure Meinung ist natürlich immer willkommen in den Kommentaren. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Das ist meine Meinung. Und die gefällt mir selber nicht. Das ist der Wahnsinn. So, kommen wir dann aber noch zu etwas Guten, wo man dann Bungie loben muss, wo die ganzen Leute rumgeheult haben. Meiner Meinung nach haben diese Leute ebenfalls nicht mitgedacht, genauso wie die ganzen Bungie-Mitarbeiter. Klingtänzer wurde genervt. Richtig, richtig. Es ist richtig, dass der genervt wurde. Und jetzt braucht ihr mir nicht erzählen, dass das Quatsch ist, der Klingtänzer ist schon so tot, hat die schlechteste Super und natürlich hatte er die schlechteste Super, weil jeder Zweite mit einer Matador unterwegs war. Das heißt, wenn der Klingtänzer anmacht, dann zack, zack, zack ankommt, puff, kriegt ihr eine Matador ab und das war's dann. Ihr habt einen Trade rausgeholt. Deswegen war Klingtänzer schwach. Jetzt hat keiner mehr eine Shotgun. Jetzt haben alle nur noch eine Kackpistole, mit der kann man keinen Klingtänzer aufhalten. Was? Ich kann nichts mehr machen. Wenn ein Klingtänzer auf mich zukommt, ich kann nichts mehr machen, Leute. Ich kann gar nichts machen. Ich kann mich von dem richtig abrasieren lassen. Das war's auch schon. Mit einer Pistole kriegt man den nicht kaputt. Okay, wenn ich eine Sticky habe, vielleicht eine Blitzgranate noch irgendwo rumliegt, einen Rauch dazu schmeiße, man kriegt den schon tot. Aber ich sag mal so, in den öftersten Fällen, so direkt, wenn er auf euch zukommt, könnt ihr nicht viel machen mit einer Pistole. Ist einfach so. Das ist einfach Mist. Und deswegen müsste er einfach gepatcht werden. Da sage ich erstmal Danke an Bungie. Sie haben mal mitgemacht. Aber was ist mit dem ganzen Rest? Da sind wir auch schon bei dem Nerf vom Klingtänzer, die Lebensregeneration. Wie kann man so blöd sein und alle anderen Perks, die ebenfalls Lebensregeneration hervorrufen, ebenfalls kaputt machen? Ich meine, wieso hat ein roter Tod es verdient? Vor allem, die wissen, dass der Fehler da war, hauen den Patch trotzdem raus und sagen, ja, wir sind zu faul, das zu ändern, vielleicht gefällt es euch ja, wir schauen mal. Nun haben sie sich ja gemeldet, dass sie sich das wieder ein bisschen ändern wollen, pipapo, da hat Slava ein Video dazu gemacht, könnt ihr ja bei ihm mal vorbeischauen. Warum? Ein roter Tod hat es nicht verdient, die Waffe ist auch so schon scheiße, es hat es einfach nicht verdient, noch schlechter zu werden. Hat's einfach nicht. Genauso eine Wahrheit. Wer hat sich jemals über eine Wahrheit aufgeregt, dass sie 3 Schuss hat? Man hat sich darüber vielleicht aufgeregt, dass das Ding einen verfolgt wie so ein... Ich will jetzt hier keine bösen Sachen sagen, also lassen wir den Satz mal lieber. Darüber kann man sich aufregen, aber noch nicht über 3 Schuss im Magazin. Warum nerft man das? Es ist ein Exo-Raketenwerfer. Man nerft Exo-Sachen. Man will die Exo-Sachen aus dem Spiel vertreiben. Keiner spielt mehr eine Exo-Sache. Keiner. Keiner spielt mehr Exo-Waffen. Letztes Wort ohne eine Sniper. Scheiße. Okay, wer gut mit dem letzten Wort ist, der spielt halt trotzdem. Das ist auch trotzdem eine starke Waffe, vor allem im Nahkampf gegen eine Pistole. Sehr gut konkurrenzfähig. Also trotzdem, letztes Wort ist aber eigentlich so ziemlich die einzige exotische Ausnahme, die man überhaupt noch spielt. Ach ja, das Scheißland außerhalb ist ja auch noch da. Aber dennoch, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Exo-Sachen sind einfach tot. Sind einfach tot. Ist so. No, und dann frage ich mich, warum passiert das Ganze? Warum ist jeder Patch, den Bungie rausbringt, unvollständig, fehlerhaft
schwachsinnig. Und dann sieht man die Leute im Stream, also in diesem Stream, wo die das halt zeigen, so wie alles so abläuft und so. Da zeigen die halt, wie sie das sich alles vorstellen, und dann spielen sie da PvP. Und wenn ich die beim PvP-Spielen zusehe, dann kann ich auch meine Oma an die PlayStation setzen und sie zocken lassen. Da wird's wahrscheinlich noch mehr abgehen, weil die Typen haben absolut keine Ahnung von dem Spiel. Sie spielen das Spiel kaum. Ja, hat man schon gesehen, der Typ hat versucht, zwei Exos auf einmal auszurüsten. Die haben keinen Plan. Und wie soll's dann rauskommen? Wie soll's denn dabei bitte einen guten Patch kommen, wenn die Leute, die da was zu sagen haben, nicht das Spiel richtig spielen, die zu selten spielen? Die stützen sich dann immer auf die Statistik. Oh, ja, schlauer Drache, viel zu viel gespielt, Matador, okay, Spezialwaffen werden viel zu viel benutzt, nerven wir. Das ist deren Angehensweise. Ich meine, teilweise ist es ja richtig, aber es geht nicht tiefgründig genug. Und ein Patch muss einfach tiefgründig genug sein, Leute. Es muss einfach so sein. Es geht nicht anders. Man kann nicht einfach irgendwas raushauen aufgrund von Statistiken, ohne das selber mal gefühlt zu haben, ohne da mittendrin gewesen zu sein. Mittendrin statt nur dabei, heißt es. Nicht vom Zuschauen auf die Statistiken. Das ist Schwachsinn. Also insgesamt muss ich sagen, der Patch, wenn man jetzt, sage ich mal, die Pistolenmunition wegnimmt und so die Lebensgeneration und die paar Fehler entfernen würde, die Kleinigkeiten so. Für Public ist das ein relativ guter Patch. Der Fokus ist wirklich auf die Primärwaffen gegangen. Es macht Spaß mit, man kann jetzt jede Waffe eigentlich spielen. Das ist ziemlich balanced geworden. Das ist schon okay. So, und wenn das mit den Spezialwaffen, mit der Pistole anders wäre, weil jeder rennt mit der Pistole um und das fuckt auch einfach ab. Vielleicht jetzt noch nicht, vielleicht nächste Woche noch nicht, aber spätestens in 2-3 Wochen werdet ihr darüber genauso heulen wie über die Shotgun-Spieler, die Pistolenspieler. Das ist alles, was zu oft benutzt wird, darüber meckert der Mensch. Das ist einfach so. Also für Public würde ich sagen, ist der Patch eigentlich okay. Es macht mehr Spaß, weil nicht mehr so viel mit Spezialmunition gespielt wird. Ist einfach so. Okay, die Pistolen, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt schon die ganze Zeit. Aber für Competitive-Spielen sollte es schneller sein. Das Spiel ist langsamer geworden, für Public ist es noch verkraftbar, aber Leute, die das Ganze im Turnier spielen, die auf gleichem hohen, sehr hohen Niveau spielen, sie wollen einfach ein schnelles Spiel haben. Und da finde ich, sollte das auswählbar sein, ob die Spezialmunition, sage ich mal, weg ist, so wie das jetzt gerade ist, oder aktiviert werden sollte, so dass man nach dem Tod diese nicht verliert, damit man die Schnelligkeit ins Spiel wieder zurückbringen kann. Das sollte man im Private Match selber aussuchen können. Für Public, wie gesagt, das ist eigentlich alles okay, soweit, wenn man jetzt die Keilern außerhalb Pistolenspielern, ja, ich will nicht sagen wieder nerven. Nerven ist scheiße, Leute. Nerven ist Dreck. Man sollte einfach mal etwas buffen. Buff doch mal Handfeuer, naja, den Schaden nicht, aber mach doch mal die Reichweite bei den Handfeuerwaffen hoch. Mach doch mal bei den Pulsgewehren mehr Schaden drauf. Haut doch mal bei den Automatikgewehren ordentlich Schaden drauf. Die Teile sollen schneller killen. Das dauert viel zu lange. Es dauert alles viel zu lange, um einen zu töten. So Leute, in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben da und lasst eure Meinung in die Kommentare. Haut ihr rein und lasst ihn immer schön schwingen. Tschüss.